Techno-Party in der Alten Oper Frankfurt. 3 Uhr morgens. 4000 Tänzer erwarten den Höhepunkt, den Auftritt von DJ Sven Fett. Zu Beginn legt er eine Pavarotti-Platte auf. Sein Publikum ist begeistert. Wer sonst käme auf die Idee, Puccini mit Techno zu mixen? Sven Fett ist der weltweit gefragteste Disc-Jockey. Mehr als 200 Auftritte pro Jahr rund um den Globus. Und er weiß genau, was seine Fans brauchen. Es ist nun mal so, dass halt auch die, wenn wir sehen, mal die Jugend heutzutage mit einem wahnsinnigen Druck irgendwie belastet ist, auch gerade hier in der Gesellschaft, schneller, höher, weiter, breiter, der die Informationen über 24 Kanäle und so viele Magazine und, das ist, und dann auch noch im Alltag, ich glaube, dass die Musik den Leuten etwas gibt, wo sie sich am Wochenende einfach mal Ventil auf und raus, ja, wo sie sich abkapseln und sich einfach gehen lassen können. Das macht das auch unwahrscheinlich stark. Was einst im Untergrund begann, ist heute Mainstream. Der Sound aus dem Computer beherrscht die Hitparaden. Was dort unter Techno läuft, ist für den echten Freak nichts weiter als Müll. Aber es gibt ihn noch, den unverfälschten, kernigen Techno mit seinen raffinierten Rhythmuswechseln. Sven Fett legt ihn auf. Man sagt, Techno sei unpolitisch, was es auch ist. Aber trotzdem erstaunlich ist, dass doch wir so viele Menschen bewegen, ohne dass da jetzt eine Message nach draußen geht, ja, und die Leute zusammenkommen wollen, um zu tanzen. Und das ist doch eigentlich auch schon ein sehr gutes Zeichen eigentlich. Und da gibt es keine Aggression. Wer glücklich ist, der wird noch glücklicher. Wer schlecht drauf ist, der sollte draußen bleiben, sagt ein Tänzer. Eine nüchterne Ekstase. Drin ist, wer sich tragen lässt von der Welle, die DJ kreiert, der vergisst alles um sich her. Für den spielt Zeit und Raum keine Rolle. 12 Stunden ist die Mindestdauer einer Party. Dann ist es halt wirklich der Mensch in seinem Urwesen halt runterreduziert. Halt sind tausende von Urhirne drin sozusagen. Deswegen redet man auch von einer Art gewissen Tribalismus, die dabei herrscht. Uh-huh. Das ist halt Dance to the Beat of the Drum, wie die Indianer um ihren Fegefeuer darum getanzt haben. Techno ist nicht nur Musik zum Tanzen. Techno kann auch Musik zum Hören sein. Der Schriftsteller Reinhard Götz zum Beispiel hat ein Techno-Hörstück von 2 Stunden Spieldauer veröffentlicht. Produziert in den Studios von Sven Fett. Verrückt, sagten die Mädchen im Chor. War der Ausgang wirklich offen? Inzwischen glaubte ich, Schauplatz eines Experiments geworden zu sein. Beobachtet zugleich von gültigen Geschehen und Dämonen, die in aller Ruhe ohne einzugreifen auf der Mauer lagen und sich höchstens gegenseitig ihre unsichtbaren, fürchterlichen Fratzen zeigten. Um sich zu erschrecken, spreizten sich die Arme der hochrasenden Wolke der Rakete der Challenger in den Himmel, bis immer wieder am Ende das Astronauten-Cockpit explodierte und zerfetzt zurückstürzte zur Erde in das Wasser eines Ozeans. Weißer Schaum und Gischt. Vor 4 Jahren gründete Sven Fett mit 2 Freunden das Label IQ Records. Heute gehören 16 Mitarbeiter zur Firma.
Hier werden Platten produziert, die für die Hitparade untauglich sind. Anspruchsvolle elektronische Musik. In den Tonstudios arbeiten klassisch ausgebildete Musiker. Der Moment, wo man als Musiker dann total zurücksteckt und sich einfach sagt, ja, ich lasse mich mal gehen und eigentlich auch so Gesetzmäßigkeiten total vergisst, ist es eigentlich eine Riesenerfahrung für einen selbst. Also jetzt auch wie für mich, in Geräuschkulissen zu gehen, auf die man nie gekommen wäre eigentlich. Und das macht halt den DJ aus, der einem permanent neue Anstöße gibt. Der Techno-Boom ist eine Folge der technologischen Entwicklung. Jeder kann heute im Prinzip einen Hit produzieren. Aber der Computer hat keinen Chip für musikalische Fantasie. So sind 90% der Techno-Titel nichts weiter als Kopien von Kopien von Kopien. Originelle Stücke sind selten. Fast immer sind sie das Ergebnis einer Teamarbeit von Musikern und DJs. Wie dieses Stück von Sven Fett und Stevie BZ. DJ hat im Prinzip im Kopf die Musik, aber hat halt nicht die Fähigkeit, sie jetzt umzusetzen. Und ich bin im Prinzip, ich habe meine Hände. Der DJ gibt die Inspiration und ich gebe meine Hände zur Verfügung und leite das um auf dem Computer, über Tastatur und bin teilweise, kann man auch sagen, so ab und zu so ein Handlanger. Wichtigste Inspirationsquelle für den DJ ist die Disco. Hier testet er, was ankommt und was nicht. Hier entstehen die Ideen für neue Klänge und Rhythmen. Techno kann eine Droge sein, weil Tanzen ist eine Droge. Ich sehe mich selber als Tänzer und ich brauche das unwahrscheinlich, um auch einen körperlichen Ausgleich zu haben. Und da ist es schon eine Droge. Es sollte eigentlich die Droge sein. Die Musik sollte eigentlich die Droge sein. Techno hat viele Gesichter. Ein neuer Musikstil, eine neue Form der Musikdarstellung, aber auch eine Goldgrube für die Konzerne, die diesen Massenartikel Techno global vermarkten. Auch für die DJs fällt was ab. Ein Star der Oberklasse verdient bei großen Partys bis zu 10.000 Mark am Abend. Sven Fett ist im Techno-Business eher die Ausnahme. Natürlich macht er sich ab und zu den Spaß, mit einer Luxuslimousine aufzukreuzen. Doch am wohlsten fühlt er sich dort, wo der Untergrund noch lebt und der Kommerz nicht hinkommt. Thank you.